Lokis Nachkommen. Durch seine argen Ratschläge hatte Loki die erste Schuld über die Asen gebracht, denn der Betrug am Riesenbaumeister war nicht ohne deren Wissen und Zustimmung geschehen. Diesem Beitrag folgten aber weit schlimmere Taten. Obgleich die Riesen die Erbfeinde der Asen waren, verband sich Loki mit der Riesin Angerboda und diesem argen Bund entstammten drei Sprösslinge. Der Erstgeborene war Fenrir, ein wolfsgestaltiges Wesen von gewaltiger Kraft und Größe. Nach ihm kam eine Schlange von unheimlicher Länge zur Welt, zuletzt aber ein weibliches Geschöpf von sonderbarem Aussehen, genannt die Hel. Es war halb blau, halb fleischfarben und von hässlichem, finsteren Wesen. Diese drei Geschwister wuchsen zunächst bei ihrer Mutter in Riesenheim auf. Den Asen aber ward eine Weissagung zuteil, wonach von diesen Kindern Lokis ihnen einst schwere Gefahr drohen werde. Da ließ Odin alle drei vor sich bringen und warf die Schlange in das Meer, das die ganze Erde umschließt. Sie war aber schon so mächtig herangewachsen, dass sie um alle Lande herumreichte und ihr Leib einen Kreis bildete. Sie biss sich selbst in den Schwanz, und weil sie den gesamten Midgard einschloss, nannte man sie die Midgardschlange. Die Hel warf Odin hinab ins Totenreich und machte sie zur Herrin über 9 Welten. Dort, wo sie ihren Sitz hat, ist es düster und unfreundlich. Das zeigt sich schon in den Namen ihrer Wohnung und ihres Hausrats und Gesindes, denn der Saal, in dem sie thront, heißt Eljutnir, Mühe und Plage, ihre Schüssel Hunger, ihr Messer Verschmachtung, ihr Knecht Gangträge, ihre Magd Gehfaul, ihre Tür fallendes Unheil, weil sie hinter dem eintretenden Jäh zufällt und ihm die Ferse abzuschlagen droht. Ihr Bett Sarg, ihr Wandbehang blinkendes Unheil. Den Wolf Fenrir behielten die Asen bei sich und zogen ihn auf. Er war von allem Anfang an wild und ungebärdig, sodass nur einer von allen Asen, der kühne Tyr, es wagte, ihm sein Futter zu bringen. Er wuchs mächtig mit jedem Tage und drohenden Weissagungen verkündeten, dass er den Asen schweren Schaden bringen werde. Um das zu verhindern, gedachten die Asen, ihn zu fesseln und schufen starke Bande, die sie dem Wolf mit der Aufforderung anlegten, er möge zeigen, dass er stark genug sei, sie zu zerreißen. Der Wolf wehrte sich nicht gegen die Fesselung und als er sich dann gegen die Fessel stemmte, war sie im Augenblick zerrissen. Als die Asen das sahen, fertigten sie eine zweite Fessel, doppelt so stark wie die erste, und verfuhren ebenso wie mit der ersten. Fenrir ließ sich auch diese Fessel ohne Widerstreben anlegen, aber im nächsten Augenblick sprengte er sie mit solcher Kraft, dass die Stücke weit davonflogen. Nun sahen die Asen ein, dass sie selbst nicht imstande waren, eine Fessel herzustellen, die der gewaltigen Kraft des Wolfes standhalten konnte. Da ließen sie von kunstfertigen Zwergen eine Fessel herstellen, die dünn und unscheinbar aussah, aber unzerreißbar war. Seltsam waren die Bestandteile, aus denen sie die Fessel schufen. Sie nahmen dazu den Lärm eines Katzentrittes, den Bart der Frau, die Wurzeln des Berges, die Sehnen des Bären, den Atem des Fisches und den Speichel des Vogels. Die Fessel, die auf diese Weise entstand, war glatt und weich wie ein Band aus Seide. Aber wie sehr sich die Asen auch abmühten, so vermochten sie trotzdem nicht, sie zu zerreißen. Da schmeichelten sie dem Wolf und sagten zu ihm, dass er gewiss weit stärker sei als sie und die Fessel ohne allzu große Anstrengungen springen könne. Der Wolf entgegnete, wenn das Band nicht stärker sei, als es aussehe, so werde es ihm nicht viel Ruhm bringen, wenn er es zerreiße. Es habe aber den Anschein, als sei es mit List und Tücke gefertigt, und darum wolle er es sich nicht anlegen lassen. Die Asen antworteten, sie würden sich gewiss nicht vor ihm fürchten, wenn er nicht einmal dieses schwache Band zerreißen könne und ihn dann gerne wieder losbinden. Das Misstrauen des Wolfes ließ sich aber nicht so leicht beseitigen und schließlich erklärte er, nur dann werde er sich fesseln lassen, wenn einer der Asen ihm als Unterpfand dafür, dass sie keinen Betrug planten, die Hand in den Rachen lege. Als die Asen diese Bedingung hörten, sahen sie einander betreten an und keiner von ihnen wollte sich bereit finden, seine Hand als Pfand darzubieten. Da endlich trat Tyr hervor und legte seine Hand dem Wolf in den Rachen.
Nun ließ sich dieser das Band anlegen, aber als er dann versuchte, es zu zerreißen, strengte er vergeblich alle seine Kräfte an. Je mehr er sich gegen die Fessel stemmte und sträubte, umso fester zog sie sich zusammen und schließlich musste Fenrir erkennen, dass er nichts gegen sie vermochte. Als die Asen das sahen, lachten sie und keiner von ihnen dachte, das dem Wolf gegebene Versprechen einzulösen und ihn loszulassen. Tyr aber musste für alle die Zeche zahlen, denn Fenrir biss ihm die Hand ab und seither ist er einhändig, weshalb er der einhändige Ase genannt wird. Die Asen zogen nun die Fessel durch eine große Steinplatte und verankerten diese tief im Erdboden, um nur ja zu verhindern, dass Fenrir wieder loskomme. Dieser riss seinen Rachen weit auf und fuhr mit dem Kopf hin und her, um die Asen zu beißen. Da steckten ihm diese ein Schwert in den Rachen, sodass der Griff dessen Boden berührte, die Spitze aber den Gaumen. Nun heulte Wolf fürchterlich mit dauernd aufgesperrtem Rachen, aus dem der Speichel herabfließt und zu einem Strom anwächst, der Wahn, das heißt Hoffnung, genannt wird. So soll es gehen bis zum Weltenende. Dann aber wird Fenrir von seinen Fesseln befreit.